Dirk Vollmer, schön, dass du dabei bist. Kannst du das noch irgendwie drehen? Du bist irgendwie 90 Grad verdreht. So, ja, warte mal, ich drehe mal hier, kann ich auch machen. Das wäre doch gut. Dann, Cool. es wird doch besser. Warte, warte. Perfekt, perfekt, perfekt. Warte mal. Ich habe hier extra so ein Dings benutzt. Ja. Ich werde Jetzt mal in die hast Hand nehmen. Ich nehme es in die Hand. Okay. Ich weiß, du machst deine Videos, über die wir gleich noch sprechen, die machst du immer in einem anderen Format. Deswegen hast du wahrscheinlich noch die Technik umgestellt. Ja, genau. Sehr gut. Ja, hallo Lars. Hat Es ja freut doch mich noch sehr. geklappt. Hallo Dirk, wir haben gekämpft bis zum Gehen nicht mehr und jetzt scheint es zu funktionieren. Ich bin sehr froh. Wir begrüßen alle, die mal da sind. Patrick auf Earth ist da, Lavina ist hoffentlich auch noch da. Eben war schon Julia Maria Hegenbart da von der ersten Runde Stunde Talkgast. Mal gucken, wer nochmal wiederkommt. Ansonsten machen wir das Ja. uns gemütlich und plaudern ein bisschen. So sieht's aus. Kurz vielleicht, dass irgendjemand schreibt, ob er uns versteht. Jetzt. Genau, das Weil wäre gut. sonst. Genau, das wäre natürlich top, wenn jemand schreiben würde, ob er uns versteht. Mal gucken. Weil sonst sind wir quatschen halt für uns. Genau, es ist auch lustig. Ne? Dann ist es unter vier Augen sozusagen und vier Ohren. Genau. Wo erreiche ich dich? Bist du in Ja. Köln? Ich bin in Köln. Ich halte mich vor, also wie sich das gehört, wie als ordentlicher Bürger, halte ich mich natürlich an das Kontaktverbot und treibe Social Distancing. Gibt's das? Kann man das so, so dehnen, das Wort? Das hört sich sehr gut an. Wir waren, aber wir werden gut gehört. Sehr gut. Vielen Dank. Lars könnte was lauter sein. Ich versuche Okay. sehr laut zu sprechen. Okay. Vielleicht hilft das, ne? Oder ich komme es näher ran, dann bin ich wieder so groß. Ich versuche auch meinen eh schon großen Kopf ein bisschen wegzuhalten von der Kamera. Ja, also wir sind in Köln. Wir waren erst in den Niederlanden und die Region Seeland, wo wir uns aufgehalten haben, haben am 28. März dann gesagt, bitte keine touristischen Übernachtungen mehr. Was sehr schade war, so morgens am Meer spazieren gehen oder eine Morgenmeditation im Wald oder so, das war halt total idyllisch. Und da hatte ich wirklich weniger Kontakt als hier in Köln zu Menschen, wenn ich hier einkaufen gehe oder spazieren gehe im Park. Von daher war das für uns sehr schade, aber ja, jetzt gucken natürlich auch alle, wie sie die Situation unter Kontrolle halten oder unter Kontrolle kriegen. Absolut, ist ein großes Thema. Können wir vielleicht gleich ein bisschen drüber sprechen, was so deine Tipps an Menschen sind, die sagen, oh, mir fällt die Decke auf den Kopf oder was kann ich Gutes aus der Situation machen? Vielleicht hast du da ein paar Ideen. Ach Gott, wo soll ich anfangen? Ne? Ja. Also, das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also, grundsätzlich gibt es ja diesen schönen weisen Spruch, in jeder Krise liegt eine Chance. Und dazu kann ich auch wirklich nur raten, dass man sich nicht im Schneckenhaus verkriecht. Das ist für eine Zeit lang auch okay, dass ich sage, oh Gott, ich habe Angst oder ich spüre eine Unruhe in mir oder ich weiß nicht, wie es weitergehen soll oder vielleicht ist auch die Existenz bedroht, weil ähnlich, also ich habe halt auch nicht mehr viele Aufträge, ne? Ich mache noch so ein bisschen Online-Coaching und sowas. Aber viele meiner Vorträge und meiner Seminare, Workshops sind halt, oder die sind erstmal alle auf Eis gelegt, sagen wir so. Und jetzt ist es halt so, dass ich sagen würde, was kannst du also als Einzelner tun vielleicht, ne? Ist, ja, ich bin immer so ein Fan, akzeptieren, was ist. Ne? Das heißt nicht, dass mir das gefällt. Ne? Also ich glaube, wir wünschen uns alle eine andere Situation gerade, aber wir können es nicht ändern. Das ist so ein Absolut. bisschen wie mit dem Wetter. Ich kann mich darüber aufregen, dass die Sonne scheint oder dass es regnet, aber ich kann es nicht ändern. Und aus dieser Position dann zu sagen, komm, ich kann nichts ändern, was mache ich jetzt? Und dann ist es halt, jetzt kannst du sozusagen die Chance nutzen und Dinge tun, die du vielleicht immer schon mal machen willst. Natürlich jetzt in einem Rahmen, klar, ich kann jetzt nicht irgendwie in die Alpen fahren und dann Berg hochklettern oder so, wenn das was schon dein Ziel war. Wir sind natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist natürlich die Chance, sich mit sich selber jetzt zu beschäftigen. Und gerade in Krisensituationen, wenn vieles schon für Unruhe sorgt, können Routinen helfen. Und deswegen sagen, okay, welche Routinen würden dir gut tun, so als Start? Ne? Zu sagen, okay, morgens wirklich. Nicht, also wenn ich jetzt von Kurzarbeit betroffen bin oder wenn ich sogar meinen Job verloren habe oder was auch immer, sagen, okay, ich stehe morgens immer zur gleichen Zeit auf, mache dann meinen Morgensport, gehe eine Runde spazieren, mache meine Meditation, was auch immer. Übrigens, du musst mich unterbrechen, du weißt ja, ich rede so viel, ne? Erzähl mal, ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Und da ich ja eh sowieso leise zu hören bin, wie eben beschrieben wurde, gib alles.
Ja, und da mache ich natürlich morgens, ich habe meine Corona-Challenge oder Meditations-Challenge. Das heißt, ich bin jeden Morgen 7.28 Uhr und um 7.30 Uhr starten wir wirklich mit der gemeinsamen Meditation. Das heißt, 10 Minuten Meditation in Stille. Da passiert also nicht viel. Ne? Also es ist total unspektakulär, nicht so wie wir jetzt hier so ein Austausch oder so, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, ich mache was gemeinsam, ich bin da der Anlaufpunkt. Wenn jemand das möchte, wenn jemand eine Routine aufbauen will, biete ich sozusagen da den Ankerpunkt. Und ja, das ist eine Möglichkeit, so ein bisschen Alltag auch zu haben, ne? Was Weil das kann gibt man? Struktur. Ja, natürlich ist man nicht plötzlich topfit und kann auf den Mount Everest klettern. Aber was kann einem vielleicht, weil du sagtest mal, was machen, was man immer schon aufgeschoben hat? Wie kann man da am besten vorgehen? Wie strukturiert man sich? Ja, also ich meine, das ist natürlich so eine viele, oder wenn Dinge in den Hintergrund rutschen, weil ich immer was zu tun habe oder so, dann vergehen dann Dinge auch oft mal verschüttet. Und dann zu sagen, okay, sich mal wieder hinzusetzen, das Handy zur Seite zu legen, auf lautlos zu machen, alle Ablenkungen zur Seite zu gehen und sich einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen. Also es gibt ganz viele Tools. Ich beschreibe jetzt mal eins, ne, und sage, ich nehme mir einen Zettel und einen Stift und schreibe jetzt alles auf, was kommt. Ohne Wertung. Völlig neutral, sondern lass einfach nur mal fließen. Da können total komische Gedanken kommen, da können sinnvolle Gedanken kommen, was auch immer. Das ist eigentlich der erste Schritt. Das ist so freies Schreiben oder so. Und den Ich Kopf mache, frei kriegen, oder? genau, ich mache das morgens manchmal, wenn hier oben so das Gedankenkarussell schon rattert. Ich habe irgendwie super viel zu tun, habe 30 Punkte auf meiner To-Do-Liste und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann stelle ich mir wirklich einen Wecker, weil das ist faszinierend, und fange an zu schreiben. Und da kommen ohne Punkt, ohne Komma, einfach feuere ich die Sachen raus, habe dann auf einmal klingelt der Wecker, sind 10 Minuten rum. Also total faszinierend. Und dann habe ich ein bisschen, ja, dann habe ich ein bisschen mich leer geschrieben. Und dann habe ich Zeit, nachzudenken. Wie mir ist eine Pro- und Kontraliste zu machen, was könnte ich angehen oder nochmal so, was würde ich gerne machen, jetzt wo ich Zeit habe. Also da, ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist sozusagen das Erste, was ich total gut empfehlen kann, einfach zu sagen, okay, ich setze mich mal hin, ohne Ablenkung und lasse erstmal alles so raus. Wir begrüßen gerade Steffen Dönertz, der ist neu dazugekommen. Wir Ah, winken der ihm Steffen. virtuell zu. Du kennst ihn. Ja, ich kenne den Steffen, ja klar. Super, super. Wie wichtig ist es, Kontakt zu halten, zu Menschen, die man kennt? Das ist Einige. individuell, ja, das ist natürlich individuell verschieden, ne? Also es gibt die Einsiedlertypen unter uns, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die super viel aus sozialen Kontakten ziehen. Und von daher, ich kenne Freunde von mir, die haben jeden Abend einen anderen Skype-Termin oder einen Zoom-Termin mit einem Weinchen oder mit einem Kölsch Ja. und dann wird halt gesoomt, ne? Und ja. Ich mache das so alle 3 Tage vielleicht. Also mir ist es jetzt nicht so wichtig, weil ich, ja, ich trage meine Freunde oder meine wichtigen Menschen trage ich eh im Herzen und da bleibe ich halt auch mal im Austausch über irgendwelche Sprachnachrichten oder irgendwelche E-Mails oder mein Telefonat und dann brauche ich jetzt nicht, ich brauche nicht so viel soziale Nähe irgendwie. Aber ich bin jetzt auch kein Einsiedler, ne? Also das muss jeder für sich selber schauen und ja, da das richtige Maß finden. Und das ist ja leider immer das. Es gibt ja nicht ja, so den einen Plan, der auf alle anwendbar ist. Also jeder Jack ist anders und dann darf man halt schauen. Ne? Und das Wichtige ist, glaube ich, auch in dieser Zeit wieder ins Fühlen zu kommen. Also ich finde das so, wir sind ja eigentlich total verkopft. Ne? Wir sind rationale Wesen und das hat uns erst zu dem befähigt, dass wir uns so entwickeln konnten, dass wir uns selber erkennen konnten und dass wir, ne, und diese ganze Entwicklung basiert ja auf dem Denken, ne? Und wir sind dieses rationale Denken, das analytische Denken, das ist auch total wichtig. Aber wir sind halt auch fühlende Wesen. Und das dürfen wir nie vergessen. Ne? Und ich meine, das merken wir in diesen Situationen. Wir fühlen sowas wie Unruhe oder Angst oder wir fühlen aber auch Freude, Miteinander, Zugehörigkeit und lauter diese Sachen. Und jetzt einfach auch wieder ins Fühlen zu kommen, was fühlt sich wirklich richtig für mich an? Und was fühlt sich stimmig an? Und das ist oft gar nicht so leicht, weil wir das eigentlich abtrainieren, weil wir halt sozusagen kühlen Kopf bewahren wollen, rational, ne, machen wir nur so. Und eigentlich vernachlässigen wir oft dann das Fühlen und ja, verlernen das auch so ein bisschen.
Also es ist auch okay, wenn man das Gefühl hat, Angst zu haben oder überfordert zu sein von der Situation. Ja, natürlich. Also auch da ist ja wieder der Punkt, akzeptieren, was ist. Mhm. Aber nicht überrollen lassen. Das ist sozusagen das andere. Also das ist ja dann oft das, wenn so ein großes Gefühl der Überforderung kommt oder ja, wenn es dann zu irgendwelchen Angststörungen oder so kommt, dass es eben das ist, dass man das nicht getrennt kriegt, dieses Gefühl, gepaart mit dem Gedankenkarussell, dann wird das zu so einer Abwärtsspirale. Und ja, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich kontraproduktiv. Aber wenn ich sozusagen es schaffe, zu akzeptieren, was ist, nämlich auch, weil sich die Angst oder die Unruhe, aber, und jetzt kommt der spannende Punkt, und deswegen biete ich auch diese Meditation morgens an, zu sagen, okay, ich bewerte das nicht. Das ist so schwer, weil wir immer bewerten. Ne? Die Leute schalten ein und dann hat der Dirk dafür einen großen Kopfhörer. Groß ist eine Bewertung, ne? Oder wie sieht der aus? Oder was hängt dem Lars da aus? Also wir sind ganz viel in diesem Bewertungsdrin. Und dann kennen wir gute Gefühle und schlechte Gefühle. Aber eigentlich sind es nur Gefühle. Und sie sind immer in uns. Und man käme jetzt auch nicht auf die Idee zu sagen, okay, den linken Arm finde ich super, aber der rechte, den will ich nicht. Und so machen wir das mit Gefühlen. Freude will ich, Liebe will ich, Glückseligkeit, Dankbarkeit, das will ich alle. Aber Angst, Trauer und das will ich nicht. Ne? Und das ist eigentlich schon der erste Fehler. Und dann bin ich sozusagen, wenn ich wenn ich mich von dieser Angst übermannen lasse, dann bin ich halt, es funktioniert nur, wenn ich mich so mit ihr richtig identifiziere und sie sozusagen auch, ja, in diesem, man wird ja nicht vom Glück übermannt oder zumindest man neigt nicht dazu, sich von dem Glück so überfluten zu lassen, dass man in so eine Störung kommt. Mhm. Und das ist halt der Unterschied, weil dieses Karussell aus Denken und Fühlen, ne, ist so ein Verstärkungssystem. Ne? Ich fühle mich nicht gut, wenn ich mich gut fühle, habe ich keine guten Gedanken. So, ach, dann sind die Gedanken noch schlechter und die Gefühle werden noch schlechter und man sinkt und wird immer kleiner und die Körperhaltung kommt auch noch dazu. Oh, ich muss aufpassen, ich kriege hier schon nichts schnell, darf mich nicht zu weit runterbücken. Ja, und also es ist völlig normal, aber auch immer wieder zu sagen, es sind auch nur gerade meine Gedanken und dann sagen, okay, jetzt cut und da rauszukommen. Ja, jetzt, also es ist jetzt direkt zwei Anschlussfragen. Die erste, ich habe gestern mit Timo Brecht schon drüber gesprochen. Wie gehst du vor, weil du gerade deine Haare gezeigt hast, wie gehst du vor ohne Friseur? Manch einen setzt das vor unlösbarer Aufgaben. Meine Haare waren auch mal länger. Ja, sagen wir so, es wird ja jetzt schon diskutiert, ob das realistisch ist oder nicht, dass die Maßnahmen dann ab dem 20. irgendwie gelockert werden. Das halte ich problemlos noch aus. Ne? Also den Bart mache ich halt auch selber, da gehe ich dann nochmal ran. Alternativ, ich habe früher wirklich, habe ich die Maschine genommen und habe ne, so den gemacht. Mhm. Dann darf ich aber ausziehen, wenn ich das mache. Also das, deswegen, das ist keine Lösung. ja, aber da habe ich einfach noch ein bisschen Geduld. Also da bin ich recht entspannt noch. Sehr gut, sehr gut. Und vielleicht ist das ja auch die Chance, mal was anzugeben, einfach mal den Look ändern. Ne? Manch einer hat ja immer schon geplant, mal plötzlich lange Haare. Das ist die Chance wahrscheinlich jetzt, oder? Du wirst lachen, ich hatte zu meiner Schulzeit, da hatte ich so eine lange Metal-Mähne. Also das war wirklich, da war ich wirklich so ein langhaariger Bombenleger. Und also natürlich nicht, aber so sah ich irgendwie aus. Und Und es war, ich fand das auch gut, ne? Aber irgendwann sind sie abgekommen und ich hoffe dann doch eher, dass man bald wieder den Friseur besuchen darf. Ja, es könnte helfen. Ein anderes Stichwort, das du genannt hattest, war deine tägliche Morgenroutine, das Meditieren. Ich glaube, es geht so 10 Minuten mal, ich habe es mir mal in voller Länge angeschaut, tatsächlich bei dir auf Facebook. Mhm. Wie machst du das? Sind Leute eingeladen wahrscheinlich mitzumachen einfach bei dir, oder? Absolut korrekt, genau. Ich biete das sozusagen bei Facebook und bei Instagram. Das heißt, ich baue dann morgens immer meine Technik auf, Laptop und daneben hier mein Stativ. Da kommt dann mein Handy rein für Instagram. Und dann starte ich halt den Live-Beitrag um kurz vor 7:30 in der Früh. Gibt nochmal so einen kleinen Reminder, was ist vielleicht wichtig, ne? Also dass man eine gerade Körperhaltung hat, damit man auch wirklich diese 10 Minuten durchhalten kann, weil es ist interessant, auf welche Ideen man kommt, dass man sich dauernd bewegen will. Und dann startet der spektakuläre Teil, dass wir alle bei uns sozusagen versuchen, uns auf den Atem zu konzentrieren. Der Atem ist ein super Fokus, weil der sowieso immer da ist. Ne? Und
Die einzige Aufgabe ist im Prinzip zu sagen, ich beobachte die ganze Zeit meinen Atem. Was meine ich damit? Das ist, man atmet ja ein und man atmet aus. Und dann gibt es sozusagen noch den Punkt, wo das wechselt. Mhm. Ne? Und das versuche ich sozusagen, und auch gar nicht den Atem zu kontrollieren. Und das ist alles. Und klingt erstmal einfach, aber ist wahrscheinlich schon schwierig, oder? Super einfach, aber das ist sehr schwierig. Gerade ungeübte Meditationspraktizierende merken oft gar nicht, dass sie denken. Das ist immer schwer zu erklären, aber wir denken permanent. Also ich glaube, der Dalai Lama wurde mal gefragt, wie lange er es schafft, sozusagen ohne zu denken zu meditieren. Und der schafft es auch nicht bis 10 zu zählen, so im übertragenen Sinn. Es ist, nicht mal also, es, genau. Also die Gedanken, dass Gedanken kommen, ist die Ausnahme, ist die Regel und nicht die Ausnahme. Es geht aber auch nicht darum, nicht zu denken, sondern es geht darum, wahrzunehmen, was ist. Also es sind zwei Dinge. Zum einen gebe ich mir eine Aufgabe. Ich gebe mir die Aufgabe und das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich konzentriere mich auf den Atem. Aber irgendetwas scheint mich abzulenken. Ne? Das ist, wenn draußen dann die Vögel zwitschern, wenn eine Tür schlägt, also Geräusche, das sind Gedanken. Und das ist Körperwahrnehmung. Also das sind, dann zieht es irgendwie am Rücken oder ist auf einmal wird es warm oder irgendwie sowas. Also irgendwas an uns, denn die Gedanken sind ja irgendwie unsere Gedanken. Ne? Also irgendwas versucht mich abzulenken, aber eigentlich, das ist ja das Interessante, ich treffe ja die bewusste Entscheidung. Und ich versuche das mal mit einem anderen Beispiel klar zu machen. Wenn du jetzt die bewusste Entscheidung triffst, ich setze mich jetzt an den Schreibtisch und schreibe einen Artikel. Und dann kommt die Stimme und sagt, Lars, hol dir doch erstmal einen Kaffee. Das ist ein Argument. Ja. Welche Stimme ist das? Ne? Weil du hast ja die bewusste Entscheidung getroffen, aber irgendwas anderes in dir will dich davon ablenken. Und so ist das bei der Meditation auch. Ne? Also okay. Da kommt dann immer die Stimme und man kriegt tolle Ideen. Ne? Da quatscht der hier oben rein. Total kreativ. Aber das ist gerade nicht die Aufgabe. Ne? Aber was kann man tun? Das ist ja genauso beim ich will Sport machen, ich will die Wohnung aufräumen, ich will Kuchen backen. Was kann man tun? Ja, also jetzt sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist natürlich die Meditationspraxis und das andere ist Verhaltensänderung. Ne? Also die Meditationspraxis ist dazu da zu sagen, okay, ich versuche jetzt hier Konzentration aufzubauen, um das auch im Alltag rüberzubringen, dass ich mich nicht immer ablenken lasse, dass ich nicht versuche, 5 Dinge gleichzeitig zu machen und dann wie so ein kleiner Hundewelpe von A nach B und nach C und wieder zurück zu A und so. Ne? Das ist das eine. Wenn ich jetzt Verhaltensänderungen machen möchte, so im Alltag, oder wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte eine neue Routine aufbauen ich mache die 10 Minuten Morgenmeditation mit Dirk und danach mache ich direkt noch 10 Minuten Sport, als Beispiel. Dann kannst du erstmal beobachten, das ist natürlich ein komplexer Prozess, aber versuchen es einfach zu machen. Kannst du natürlich erstmal versuchen, was hat dich in der Vergangenheit irgendwie davon abgehalten, das nicht zu tun, ruhig mal aufschreiben und danach zu gucken, an welchen Tagen oder in welchen Situationen ist dir das aber noch gelungen. Und eventuell gibt es da schon gute Hinweise, was du gemacht hast, damit dir das gelungen ist. Und davon dann mehr machen. Ne, also das kann sein, du setzt dich hin, um mit mir gemeinsam die Meditation zu machen, hast direkt die Sportkleidung an und die Matte liegt auch schon bereit, dass dir das hilft, dass dich dazu motivieren. Oder du klebst dir das Foto hin von der Figur, die du letzten Sommer hattest oder was auch immer dich motiviert. Grundsätzlich sind die ganzen Prozesse, die wir machen, sind im Prinzip neuronale Verbindungen im Gehirn, also sogenannte Muster, die wir ausgebildet haben, und je stärker ein Muster ist, umso natürlicher können wir es abrufen. Und jeder, der regelmäßig morgens seine Zelte putzt, der weiß, wovon ich rede. Das ist ein Muster sozusagen, da denkt man nicht drüber nach, da denkt man nicht drüber nach, ich skippe jetzt das Zähneputzen. Natürlich putzt man sich die Zähne. Oder? Das kam jetzt nicht an. Irgendwann wird es zur Gewohnheit auch, ne? Oder? Genau, und das ist es halt. Und das ist natürlich dann der Idealzustand, wenn man es schafft, sozusagen die Dinge, dass sie zur Gewohnheit werden. Mhm. Und diese Muster halt nach und nach aufzubauen. Und auch hier gibt es natürlich kein Patentrezept,
Aber wenn ihr merkt, ihr habt ein destruktives Muster, also zum Beispiel, du kommst von der Arbeit nach Hause und das Erste, was du machst, ist, du schmeißt den Schlüssel in die Ecke und die Jacke und setzt dich auf die Couch. Dann ist es ein, das ist ein Muster, das ist ein Verhaltensmuster. Und das rüde zu unterbrechen, was meine ich mit rüde? Da kannst du im Prinzip alles machen, was du willst. Und je stärker der Musterunterbrecher, umso mehr kann er erfolgreich sein. Also es kann dann sein, dass du sagst, okay, kommst rein, merkst, ah, du schmeißt den Schlüssel in die Ecke, dass du die Jacke aufhängst, statt in die Ecke zu werfen, und dann drehst du dich einmal schnell um die eigene Achse, rufst Käsekuchen und springst in die Luft. Irgend so ein Blödsinn, ne? Also es ist wirklich, aber dann bist du sogar erstmal aus dem Muster raus. Kommst also aus diesem Autopiloten, weil das ist ja das, was wir haben. Wir sind oft im Autopiloten unterwegs und auf einmal liegt man wieder auf der Couch und denkt, ich wollte doch zum Sport. Und das zu unterbrechen. Und so ein Musterunterbrecher, der kann echt total crazy sein. Also das, ne, das kann auch alles sein. Einfach mal ausprobieren. Wir begrüßen gerade übrigens Marc aus Berlin, KTB, die ist aus Köln, denke ich. Und dann haben wir noch Mr. Sober Sensation und Don Muffin dabei. Das sind sehr kreative Namen, die uns hier anschauen. Wir freuen uns natürlich sehr für jeden und über jeden, der da ist. Es geht mal so Wellen, mal mehr, mal weniger. Das ist sehr gut. Und wir bleiben dran. Vielleicht nochmal mit dem Thema, was macht denn jemand mit Dirk Vollmer, außer meditieren dann den Tag über? Du hast gesagt, du bist im Moment nicht so viel gebucht unterwegs. Klar, man darf nicht so viel raus. Hast du Geheimtipps? Ist es Kochen? Ist es Serien schauen? Ja, also Kochen durchaus, Serien schauen eigentlich nicht. Eigentlich heißt, dass ich jetzt durchaus auch mal, was habe ich gesehen? Ich glaube, Better Call Saul habe ich jetzt die aktuelle Staffel, habe ich zwei Folgen schon mal geguckt. Ja. Aber eigentlich, und das wäre so auch mein Appell, also diese Zeit nicht mit Serien gucken verschwenden. Also wenn man, ich bin kein Virologe, ne? Also ist alles klar, aber wenn man sozusagen ein bisschen was von Mathematik und wenn man den Virologen, die jetzt was sagen, Glauben schenken darf, dann wird uns diese Pandemie mal mindestens noch 1,5 Jahre begleiten. Nicht in der Form, wie wir es jetzt erleben. Aber ich würde das als Chance sehen. Also wir werden immer versuchen, sozusagen diese Kurve niedrig zu halten, ne? Dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet und so. Und werden wahrscheinlich auch weiterhin auf einiges an sozialen Kontakten verzichten müssen. Und das ist keine Lösung, dauernd Netflix oder Amazon oder so zu gucken. Ne? Sondern lieber zu schauen, wie möchte ich, also welche Chancen entstehen da für mich? Also hatten wir ja eben schon kurz drüber gesprochen. Was wollte ich eh immer schon mal machen? Wie möchte ich mich entfalten? Wo möchte ich hin? Was sind meine Talente? Ist das Gitarre spielen? Ist das Fotografieren? Wo will ich jetzt einfach nochmal mehr Zeit investieren? Möchte ich eine Sprache lernen? Was auch immer. Also, und das ist also das, was ich versuche zu machen. Also ich habe, wenn ich um 7.30 Uhr zur Meditation schreite oder mit Technikaufbau ein bisschen früher, dann habe ich schon Sport gemacht und habe auch schon meine Atemübungen gemacht. Also da bin ich schon länger wach. Ne? Also das ist aber sozusagen meine ganz normale Routine. Die fällt mir jetzt leichter, weil ich keinen Anschlusstermin habe. Ne, so, dann frühstücke ich erstmal. Ne? Das heißt, dann mache ich mir was, ein gesundes Frühstück und und dann lade ich spreche eine Podcast-Folge ein oder kümmere mich um meine Homepage. Also ganz viel Arbeitsstuff sozusagen. Und dann nutze ich die Chance wirklich jetzt gerade aktuell, um ein bisschen das schöne Wetter zu genießen mit meiner Partnerin. Also das zu lesen. Also ja, wie gesagt, ich versuche relativ wenig Zeit vom Bildschirm zu verbringen, weil, ja, ich habe es, glaube ich, eben schon gesagt, ich glaube, dass sich mit sich selber zu beschäftigen, ist langfristig wertvoller. Und jeder dürfte ja irgendwie eine Idee haben und einen Plan haben, dass er sagen kann, das wollte ich schon immer mal machen. Das muss ja jetzt nicht der komplette Umbruch des Lebens sein, oder? Nee, natürlich nicht. Also jeder macht so sein Ding und selbst wenn man denkt so, ich führe das geilste Leben ever und alles ist cool, dann gibt es vielleicht trotzdem noch das, was man vielleicht besser machen möchte oder sagt, okay, was, also wenn ich nichts wüsste, worauf wäre ich irgendwie neugierig oder sich mal inspirieren zu lassen oder nochmal einfach das Gefühl von Langeweile zu suchen. Die meisten Menschen kennen keine Langeweile mehr. Oder weil dann Unruhe kommt sozusagen oder man geht dann in die Ablenkung meistens. Ne?
Oder sich dann auch hier noch einfach mal einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, okay, wofür kann ich mich begeistern? Ne? Was würde ich gerne tun oder was würde ich auch tun, wenn ich kein Geld dafür bekomme? Und dann bekommt man ganz schnell so einen Eindruck, wohin die Reise gehen könnte. Also wenn man sozusagen noch nicht weiß, wenn man so total happy ist und nicht gerade unbedingt irgendwas hat, was man noch nie, was man immer schon mal machen wollte, ne? Um vielleicht etwas Neues zu entdecken. Wir haben noch ein paar weitere Zuschauer. Florian Braun ist gerade in der Leitung. Hallo Florian, den kenne ich auch aus anderen Verbindungen. Vielleicht ist er gerade in Düsseldorf. Wer wissen will, was Florian Braun macht, schaut mal bei Google nach. Genau, wir haben eben schon so ein bisschen über deine Tagesroutine gesprochen. Du hast gesagt, du machst Atemübungen, du setzt dich mit deiner Webseite auseinander. Hast du denn auch was gemacht, was du vorher noch nie gemacht hast, so als neue Ziele im Leben? Oh, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. So ad hoc fällt mir gerade nicht ein, aber ich habe ja erzählt, dass wir ganz am Anfang, dass wir in den Niederlanden waren und da durfte ich mich handwerklich betätigen. Und wer mich kennt, weiß, dass das nicht meine Kernkompetenz ist. Also da habe ich noch Potenziale, die ich noch entwickeln darf. Und das war sehr spannend. Also das war schon zu Corona-Zeiten. Und ja, okay, wir probieren manchmal neue Kochrezepte aus. Und ja, also übrigens ganz spannender Aspekt noch, finde ich, dieses Phänomen der Hamsterkäufe oder des Klopapiers. Weil, also zwei Dinge, die mir natürlich dazu einfallen. Zum einen denke ich mir so, warum Klopapier? Lässt sich ja, glaube ich, psychologisch damit erklären, dass irgendwer hat angefangen und alle haben dann so, okay, es wird knapp, ich kaufe auch mal lieber ein bisschen was. Weil wir jetzt ja hier nicht mit einem Magen-Darm-Virus zu tun haben oder so. Also niemand muss mehr auf Toilette. Also ich finde das mega interessant. Und jetzt habe ich noch einen anderen Punkt, den habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Ja, aber vielleicht können wir darauf tatsächlich hingehen. Warum kaufen die Menschen Toilettenpapier? Was ist dein Ansatz? Ja, also ich habe das, meine ich, auch mal von einem Psychologen gehört, der halt genau das sagte. Das ist so ein Herdenphänomen. Ne? Also das ist ja genauso wie in so einer Zeit, die Leute immer mit dem Pferd gehen, was sie sozusagen schon kennen. Ne? Also da werden... wird nicht auf einmal jetzt ein politischer Umschwung, wird es nicht geben oder so, ne? Weil es ist eh schon so viel Unsicherheit da, dann bleibe ich bei dem Gewohnten. Diese Herdenphänomene, Herdenpsychologie ist da auch, glaube ich, bei diesem Klopapier. Man sieht, es wird knapp, also nehme ich was mit. Und es ist total unfassbar. Wir waren ja in den Niederlanden, da gab es Klopapier en masse, du konntest ganz normal Klopapier kaufen. Also es ist, glaube ich, auch tendenziell eher so ein deutsches Ding gerade. Also, ja, es geht ja auch die Geschichte um, dass die Franzosen erstmal Rotwein gekauft haben, so als anderer Ansatz. Das ist auch nicht schlecht. Ich meine, ja, das ist sehr sympathisch irgendwie. Ne? Also, ich verstehe es auch nicht, was sie mit dem ganzen Mehl wollen oder so. Ne? Also das ist für mich, das erschließt sich mir einfach auch nicht. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Genau, zum einen das, man muss nicht alles verstehen, zum anderen wäre es ja auch ganz schön, einfach den lokalen Bäcker zu unterstützen, dann muss man nicht so viel Mehl kaufen. Immer, also das ist ja sowieso auch meine, ich bin ja auch sehr umtriebig, was das anbelangt, so gesellschaftliche Prozesse und Foodsharing und so, und geh lokal, also wenn ich das höre, ne, dass Amazon, keine Ahnung, da in einer Woche irgendwie Milliardenumsatz gemacht hat, dann denke ich immer so, also ein, was kauft ihr immer alle da? Und Mensch, ey, ihr wollt doch, dass der Jupp an der Ecke seinen Laden auflassen kann und auch noch seine zwei Angestellten bezahlen kann, weil dann können die das Geld auch wieder beim Friseur oder beim Bäcker oder was auch immer ausgeben. Und das ist doch viel besser, als wenn es irgendwo um die Welt fließt. Und ja, von daher super, super Einwand von dir, die lokalen Betriebe unterstützen, ist einfach richtig und wichtig. Und davon hast du bei der Rundstunde ja auch erzählt, dass du dich eingesetzt hast eine Zeit lang, dass nicht so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Ja, absolut. Mache ich auch immer noch. Also jetzt während Corona war ich noch nicht retten, da muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber grundsätzlich ja. Weil es ist einfach eine Katastrophe, dass so viel genießbare Lebensmittel in der Tonne landen und wir hier im Überfluss leben und so viele Menschen einfach immer noch auch wegen Hunger oder wegen Unterernährung, Hunger, fehlender Nahrungsmittel einfach sterben müssen. Ja, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr
unschön und vielleicht gibt es eine Erkenntnis aus der aktuellen Situation, dass man da ein bisschen umdenken muss. Ne? Es gibt ja viele Bereiche, die man vielleicht ein bisschen neu strukturieren könnte oder anders honorieren könnte. Absolut. Also da sehe ich unglaubliches Potenzial. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich so ein paar Podcast-Folgen gerade gemacht habe und habe heute noch eine hochgeladen, wo ich mich halt einfach, wo ich mich einfach mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens nochmal auseinandersetze. Also und dann kam direkt, nachdem ich die Folge eingesprochen hatte, eine Meldung, dass die Spanier das bedingungslose Grundeinkommen einführen wollen. Ob das dann klappt, ist was anderes. Und auch nicht nur für die Corona-Zeit, sondern darüber hinaus. Das wäre halt einfach ein Riesenimpuls. Also wir sehen jetzt, dass auch gerade, wir haben das in der Finanzkrise 2008 gesehen, 2009, dass dann Weichen gestellt werden. Und ich finde, als mündiger Bürger darf man auch, sollte man sich an diesem Diskurs beteiligen jetzt und sollte man Ideen mit reinbringen, ob das dann funktioniert oder ob das sinnvoll ist oder so. Aber einfach eine Diskussion zu eröffnen oder fortzuführen und zu sagen, okay, was könnten Schritte sein, damit vielleicht sogar bei der nächsten Krise oder bei, wenn wir wirklich sagen, wir brauchen Herdenimmunität und bis wir durchverseucht sind sozusagen, brauchen wir 70% der Bevölkerung. Vorher wird es keine Normalität geben. Ne? Dann werden wir immer nur versuchen, die Kurve so zu halten, dass wir genug Intensivbetten haben. Und dann kann man auch sagen, okay, wenn das wirklich noch ein Jahr geht, oder weil frühestens im April werden wir den Impfstoff haben. Also und das, ich habe heute nochmal den Kekulé gehört, den Professor, der sagte, das ist eigentlich nicht zu machen. Dann werden wir mal mindestens noch ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwie sehr reduziert irgendwie leben oder zumindest so, wie wir es uns vor 5 Wochen noch nicht hätten vorstellen können. Was wäre denn, wenn wir den Leuten, die in Schieflage gekommen sind, so wie ich ja irgendwie auch, wenn wir wirklich da mal über so ein Grundeinkommen diskutieren und nicht auf so einer bedürftigen Lage, sondern einfach als Kulturimpuls, als Entfaltungsmöglichkeit. Ich meine, du bist Journalist, ne? Da ist auch nicht die wenigsten oder wenigsten Journalisten sind die Klaus Klebers, die 600.000 im Jahr verdienen. Ne? Also, dass man einfach sagt, okay, man hat eine Grundlage und kann sich entfalten, kann seiner Leidenschaft nachgehen, kann was Sinnvolles tun. Und da ist ein Grundeinkommen, glaube ich, einfach eine coole Idee auch. Hier schreibt gerade Lavina Kakoni, Dirk, ich habe die Seminare mit dir vermisst. Ja. Da muss man natürlich drauf eingehen. Und, danke dir, Lavina. Und so wichtig das Thema Grundeinkommen ist, und du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, fällt mir dann spontan die Frage ein, hast du denn was dir gerade fehlt, was du vermisst in aktuellen Zeiten? Ich? Ja, du persönlich. Ja, schon. Also ich... habe schon so ein bisschen, das habe ich dann auch bei mir gemerkt, wir haben über Unruhe oder Angst gesprochen und ich habe bei mir so ein bisschen Unruhe gemerkt über die Freiheitsbeschränkung. Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch und dass ich halt eben, also dass die Niederländer mich nicht mehr haben wollen oder dass ich halt nicht einfach jetzt mal, wenn ich will, irgendwie nach Hamburg reisen kann und mir ein Hotel buchen kann oder irgendwie sowas. Also das merke ich schon, dass ich das irgendwie vermisse und dass ich natürlich auch einfach mal vermisse, ja, mit ein paar Freunden abends am Bütchen ein Feierabendbier zu trinken oder mich zum Grillen zu treffen oder zum Basketballspielen zu gehen oder sonst irgendwas. Also einfach was, soziale Interaktion mit Freunden. Ja, das schon. Vermeintliche Sachen, die eigentlich völlig selbstverständlich angenommen werden, wenn sie da sind, oder? Ja. Ja, absolut. Ich meine, das ist wirklich so, es ist ja eigentlich völlig abstrus. Wenn man überlegt, also wir drehen das Rad einfach mal 6 Wochen zurück. Ne? Alles, was oder ein Großteil der Maßnahmen, die wir jetzt haben, die waren einfach undenkbar. Das wird nie passieren. Ne? Also, und jetzt ist es irgendwie schon so ein bisschen Alltag. Ich glaube, wir dürfen da auch aufpassen, dass wir dann auch gut aus dieser, also dass wir gut aus der Pandemie irgendwann rauskommen. Dass wir nicht immer nur denken, ich gebe niemandem mehr die Hand oder ich nehme niemanden mehr in den Arm. Dass wir also durchaus unsere Sozialität, unser soziales Verhalten durchaus auch zum gewissen Maßen auch wieder zurückerobern. Mhm. Weil ich finde es teilweise schon spannend, wie ängstlich Menschen sind. Also und also ich kann das teilweise auch gut nachvollziehen, aber ich kann auch nicht reingucken, ob jemand dann wie sagt man? Risiko, zur Risikogruppe gehört. Der Mensch. Danke dir, ganz genau. Genau. Aber ich weiß gar nicht, bin ich jetzt auf deine Frage eingegangen oder habe ich mich wieder verfahren?
Nein, du bist auf die Frage eingegangen und genau, du hast davon gesprochen, was dir fehlt und das hat dich erfragt. Also von daher, perfekt. Und selbst wenn es ausufert, darum geht es auch, dass man ein bisschen plaudert und dass wir hier ein munteres Gespräch führen, ähnlich wie bei der Runden Stunde auch. Da war es ja genauso. Das stimmt, ja. Ein bisschen zwischen den Themen hin und her. Wir haben über Käse gesprochen, über Klostergärtnerei. Also von daher, das ist genau erwünscht einfach. Sehr gut, genau. Ja, das war ja auch einfach eine spaßige Truppe, da muss man auch mal sagen. Absolut, absolut. An einem besonderen Ort. Wir waren bei den Alexianern, das ist auch ein Ort, den man jetzt nicht jeden Tag hat. Ne? Also eine Gärtnerei und darin ein Café, das ist auch besonders, finde ich. Ja. Ja, und die Zusammensetzung der Truppe war natürlich auch einfach war gut. Ne? Wir geben unser Bestes immer bei der Auswahl der Gäste. Sehr gut. Plant ihr denn schon, jetzt frage ich mal zurück, plant ihr denn schon irgendwann wieder was live zu machen? Also wirklich physisch oder sagst du auch erstmal, boah, ist total schwer abzusehen, wann es wieder möglich sein wird? Wir haben tatsächlich zwei Termine fest gehabt, bevor es dann die Einschränkung gab. Wir hatten am 24.04. einen Termin geplant in der Kulturkirche Ost in Buchforst. Da haben wir auch schon vier, fünf Gäste, die auf jeden Fall dabei sind. Da ist der Termin erstmal aufgeschoben. Das heißt, wir wissen nicht, wann die Runde Stunde 5 stattfindet. Dann gibt es ein Sommerspecial am 4. Juli. Da sind wir noch relativ optimistisch, dass das vielleicht klappen könnte. Vielleicht mit besonderen Rahmenbedingungen, dass wir weit auseinandersitzen oder mal schauen. Ja, ansonsten, das sind so die beiden die Optionen, die wir haben. Und das Live-Talken auch per Internet geht, zeigen wir gerade, ist auch eine Möglichkeit. Und man sieht sich keine Hand, kann sich sehen. Ist ja auch nicht so. Definitiv. Ich bin auch großer Fan geworden, jetzt wo ich den Flo gerade sehe, der auch noch dazugekommen ist. Mit dem habe ich, oder Flo war das gestern? Ich glaube ja. Wir haben auch noch eine schöne Sache, die wir dieses Jahr neu gemacht haben. Hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber wir haben hier oben an der Dürener Straße gibt es den Gemüseacker. Der wird immer von einem Bauern bestellt und man kann sich sozusagen als Stadtbürger da so eine kleine Ackerparzelle mieten und die dann selber bewirtschaften. Und das habe ich zusammen, oder haben wir zusammen mit dem Flo unter anderem, und da haben wir uns gestern ausgetauscht, um uns abzusprechen, wer wann das Unkraut jätet und wann die Ernte einholt. Ja. Was habt ihr aufgebracht? Was wird eventuell da demnächst sprießen? Da ist ein Großteil ist schon, schon eingesät worden für uns, da müssen wir also nicht, aber da gibt es so gut wie alles, verschiedene Salate, verschiedene Zwiebeln, also Frühlingszwiebeln, ganz normale Gemüsezwiebeln, rote Beete, Lauch, Dill, Kresse, alles mögliche, Kartoffeln natürlich, also da wird's reichlich sozusagen dann auch zu essen geben und natürlich nur gesund. Ja, klingt sehr gut. Für den Eintopf hast du schon mal alle Zutaten dabei. Und für die Gemüsepfanne auch, auf jeden Fall. Ja. Aber wir freuen uns auf die Nicht-Corona-Zeiten, wo wir wieder zusammen essen können. Auf jeden Fall. Das, hoffentlich bald. Absolut. Das ist vielleicht ein grandioses Schlusswort für unser Gespräch hier heute. Sehr gut, ja. Es war mir eine sehr große Freude, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir plaudern konnten. Und das Gespräch ist ja auch noch 24 Stunden in der Story zu sehen. Das heißt, jeder, der es dann im Nachgang sich anschauen kann, kann auch nochmal reinschauen. Mehr bleibt eigentlich gar nicht zu sagen, oder? Oder hast du noch Schlussworte? Wo nee, ich will nicht mehr zum Beispiel. Ja, also ich möchte mich auf erst einmal dir bedanken, ne? Also dass du dir die Zeit nimmst und dass du da dran bleibst und dass du auch eine charmante Art immer hast zu fragen und sehr geduldig bist. Vielen Dank dafür. Ansonsten findet mich unter Dirk Vollmer Coaching hier bei Instagram und auch bei Facebook und natürlich auch im Internet meine Seite. Und im Idealfall auch meinen Podcast auschecken, den Glücklich sei mal anders Podcast. Da habe ich jetzt 101 Folge rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung und einfach mal reinhören. Klingt spannend. Das sollte man tun und wir werden es auch nochmal verlinken bei uns auf Facebook, Instagram und bei YouTube sind wir auch noch. Also das gesamte Internet ist sozusagen von uns beiden besetzt, plus die anderen Gästen, die wir sonst noch haben. Ja, wir sind überall. Wir sind alle drinnen. Genau. Erzählt es weiter, alle, die zuschauen. Genau. Eine große Freude und ich hoffe, wir sehen uns bald dann nochmal in physisch, vielleicht nochmal auf dem Kaffee oder so. Wir haben uns ja das allererste Mal auch beim Kaffee trinken getroffen. In der Bismarckstraße.
Genau, beim Kaffee Heiland, genau, ja. Genau, genau. Ein guter Kaffee. Absolut, ja. Nee, würde ich mich freuen, wenn das zeitnah klappen würde. Absolut, wir halten uns auf dem Laufenden. Ich würde mich auch sehr freuen und richte hiermit offiziell noch die Grüße vom Team Runde Stunde aus. René Denzer, mit dem habe ich heute noch gesprochen, mit Nadine Kartens habe ich gestern noch Kontakt gehabt, also die grüßen auch herzlich. Danke, Grüße zurück. Werde ich ausrichten. Super, danke dir, Dirk, für deine Zeit, für die wichtigen und tollen Hinweise. Und ich denke, da kann man einiges mitnehmen, gerade auch in Sachen, was Dinge angehen, die man lange schon geplant hat. Ich glaube, das ist echt eine gute Sache und macht es im Endeffekt auch glücklich wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Es ist zumindest der Versuch wert, ne? Absolut, denke ich auch. Mach's Super, ich gut. danke dir, Lars. Ebenso. Ciao, ciao. Bald, tschüss. Das war Dirk Vollmer beim Live-Instagram-Telefonat der Runden Stunde. Wir haben das gestern schon mal gemacht mit Timo Brecht. Das Video dazu kann man sich demnächst wahrscheinlich bei uns auf YouTube anschauen. Dann haben wir es nochmal komplett in voller Länge zum Nachschauen. Das war Dirk Vollmer gerade. Mit dem habe ich über Möglichkeiten gesprochen, wie man die Zeit der Corona-Krise sinnvoll nutzen kann und vielleicht auch einen Mehrwert für die Zeit danach gewinnen kann. Bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Bleibt uns treu. Die Runde Stunde ist demnächst wieder live irgendwo in der Stadt zu sehen in Köln und aktuell hauptsächlich online hier bei Instagram. Wenn ihr nochmal so ein Telefonat haben wollt, schreibt uns auch gerne. Wir haben noch ein paar Gäste, mit denen wir sprechen können. Die Stunde ist offline. Danke euch und tschüss.